Da sind wir wieder auf dem großen Basar. Warum bin ich nicht mehr Chef? Was ist da los? Wo ist jetzt der Mani, Chef? Der Mani ist Chef. Der Mani, der Libero. Könnte eh keiner mehr. Oh, da laufen sie alle. Da laufen sie alle. Oh, die Nebeln. Hier wird noch selbst genebelt. Nebel selbst. Oh, hab ich nichts treffen. Ja. Ja, man kann natürlich auch mit Spotten da so ein bisschen gegenhalten. Läuft. Aber. Achso, da sind sie. Links, also in der Mitte sind wir ein bisschen dünn besetzt, finde ich. Ja, aber jetzt bin ich hier gerade schon. Da läuft er da einfach weg. Oh, da ist einer hier auf der Straße hinterm Bus. Durch diesen Hinterhof kommen gerade 5 Mann oder so. Welchen Hinterhof? Ja, da links von läuft da weg. Das A. Oh, da liegt direkt einer. Du liegst da ja auch. Achso, das ist der Manni gewesen. Wie gesagt, warum sagt denn keiner was? Nein! Das ging doch letztes Mal so schön mit dem direkt wieder aufstehen im Moment. Ach, ne, links von B ist das übrigens. Oh. Ja, bei Alpha ja, die ist sind jetzt, bei Bravo ist keine bei Ahnung. Bei B sind die halt schon drin. Ich keiner, ey. Ah, aber ich stab mich hier durch. Halleluja. Wenn man diese Map zum ersten Mal spielt. Die sind doch da drin, warum geht denn der nicht ran? Warum steht denn der da? Das gibt's doch nicht, was ist das für ein Spasti? Wenn ich das mal so sagen darf. Ja, das denke ich mir halt schon die ganze Zeit. Ohne Witz, der steht direkt neben der Bombe und macht nichts. Ja, und macht nichts, ja. Was? Das hatte ich gerade auch. Alter. Level 1 im Zweifel. Ich hab mich hier aus dem Weg. Ja, das geht voll auf den Skill übrigens. Ja, schmeißen wir uns jetzt alle immer gegenseitig. Das geht auf Dauer nicht gut. Genau. Weil, da stehen sie alle und schmeißen und schmeißen und schmeißen. Alter. Lass mich mal hier weg. Ich würde auch nicht mehr sein. Aber von. Hä? Wo hat der denn jetzt geschossen? Ja. Oh. Das bringt doch jetzt auch nicht so viel. Ja, es ist einfach nur. Was random. Rumgepimmelt. Random fuckery. Das bringt uns natürlich jetzt auch relativ wenig, weil die auch keine Tickets verlieren. Uiuiui. So wenig. Aber ich komme jetzt hier auch nicht mehr raus. Das ist der Mist. Ja, dafür kommen sie auch nicht rein. Jetzt kommen sie bei mir mehr auf der rechten Seite. Na, jetzt. Oh, wie gut die treffen. Jetzt gebe ich ihn einfach. Das ist ja saublöd. Ja, das ist so ziemlich das Langweiligste, was man hier so machen kann. Weil der Manni geht hin, dann gehe ich auch hin. Oh, ich weiß gar nicht, auf wen ich alles. Oh, was ist das Ding weg? Mach doch Platz! Ja, okay. Dann halt so. Hier. Was? Jetzt geht doch mal. Ja, Alter. Ja, gut, ich habe eben auch gut geblockt, aber ich wusste nicht, dass einer hinterherkommt. Jetzt stellt er mal einfach mal hier den Durchgang zu. Und was hier dann auch immer klappt: Claymores, klar. Und Granaten. Über die Mauer rüberwerfen. Wow, wo kommt der her? Tja, der jetzt auch noch, oder was? Was ist los? Claymore Service da. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Echt? Claymore Metal. Was geht? Nice. Schön. Na, läuft, sag ich oder? Nicht nein. So, ich wollte auch zeigen, wie man Granaten über die Mauer wirft. Aber ich glaube, es kann sich jeder vorstellen, wie man Granaten über eine Mauer wirft. Das ist jetzt auch nicht so. Künstlerisch schwer. Weniger reden, mehr spielen. Ja, ja. So, die stehen da beide noch. So, und jetzt hier. Oh, da fliegt eine Leiche über die Mauer. Auch gut. Ah, die stehen so ein bisschen mehr. Genau. Ah!
Ne, ihr seht, es funktioniert. Oh! Zuck. Ah, da kann man natürlich auch. Ah! Ja, das ist wohl ein Trick. Schießt man an die Wand und da kommt das ganze Gelump runter und erschlägt Leute. Ja, fast, oder? Ja. Oder man schmeißt einfach irgendwie so krass, dass man. Ja, ich könnte hier auch mal wieder das Ziel setzen. Ach nein, ich bin ja gar nicht. Ich bin ja gar nicht Chef. Der Saukerl hat mir. Jetzt bleibt doch nicht, haut doch nicht ab! Ist schön hier. Die schmeißen halt auch gerade oben rüber. Oh, da war sogar einer. Ja, jetzt gehe ich dann auch wieder hin. Hier ist doch bestimmt schon die Wand längst weg. So. Mal hier so Rolli ums Eck. Ja, ah, ist für dich. Ah, da stehen noch welche im Eck. Wow, wow. Tut mir leid, ich muss mal ein wenig off-topic werden und wünsche eine gute Nacht. Ach! Sowas, na gut. Sicher, wir haben im Moment eh nicht so viel zu erzählen. Ich darf arbeiten, ja. Jetzt? Ja, genau. Also denn. Mach's gut. So, jetzt ist da aber alles weggesprengt. Und was noch nicht weggesprengt ist, das holt sich der Inflated Style. Sehr schön. Und jetzt wird's nasty. Ja. Oh, was? Fehlzündung oder was? Schade, jetzt haben wir natürlich da links den Tunnel aufgegeben, aber es sieht so aus, als stünden da noch ein paar. Ja, den nehme ich gerade auch noch mit. Und den auch. Und da kriegt er hier noch eine Granate rein. Hab ich noch eine? Ah, scheiße! Hab ich eine Granate geworfen? Ja! Keinen gekillt, die ist direkt da drin explodiert. Ja. Läuft ganz gut. Also 23-0 und ich bin noch nicht mal ganz vorne. Krass. Was für ein Gespratze. Die sind jetzt aber durch rechts. Was? Rechts sind sie links meinst du, ne? Nee, rechts. Ah, links sind sie auch wieder relativ weit vorne. Ah, nee, okay, durch. Okay, ich hatte nicht gesehen, wie viele da hinten an dem Bombspot noch sind. Ich schmeiß da mal einfach. Ui, ah, Kundschaft. Oh, da kommen noch ganz viele. Was? Bei dir? Da sterben ganz viele, bei mir, ja, ja. Also, linke. Genau. Oh, da ist weg. Ja, ich stelle mich am besten nochmal. Ja, Granate da nach links, genau. Oh, weg. Ich bin nicht gestorben, bevor die Granaten raus war. So, jetzt bin ich wenigstens noch 3 Meter vorgestorben, in der Hoffnung, dass mir einer hinterher rennt. Nein. Jo. Leider nein. Leider nein, leider gar nicht. Ah. Oh. In der Tat, ne? In der Tat. Ja, jetzt kommt man hier auch. Geht ja gar nicht so weit. Oh, muss man noch eine oben rüber. Ah, jetzt schmeißen sie auch wieder. So, das ist also hier Battlefield Handgranate. Oh, oh. War ausschließlich. Oh, die liegt gut, die liegt gut. Oh, oh, oh. Ja. Jupp. Ja, aber das kann man jetzt eigentlich auch aussitzen. Wenn Manni jetzt noch ein. Wow. Wenn der jetzt noch was auf Alpha gesetzt hätte, wäre es auch schön gewesen. Muss aber auch nicht sein. Könnten wir noch mal gucken, ob man ein bisschen vorgehen kann, damit es nicht ganz so langweilig wird. Ha! Und das hat man dann davon. Aber jetzt sind sie bei Bravo halt drin. Ja, aber das, da kommen sie halt. Hat halt auch keiner was von so richtig. Da fliegen jetzt die Nades rein, wie blöde. Ja. Aber wobei, jetzt kommen sie raus. Ja, krieg ich mal hier so ein bisschen vor. Wo ist denn eigentlich mein Zweibein? So, jetzt dann.
steht da genau diese Laterne im Weg. Naja, ja, das war's. Geht auch so. Ja, fast ein bisschen Fahrt. Kaum. Kaum. So, das gibt mir mal. Aber jetzt hier eine Claymore-Medaille. Noch nie gesehen, wusste ich nicht, dass es die gibt. Sehr schön. Ah, da spielt man so lange Battlefield 3 und nach all der Zeit kommt man wieder rein und lernt noch was. Mal sehen. Jetzt haben wir gelernt, wie man ganz viele Handgranaten wirft. Ich hoffe, wir können jetzt mal zeigen, wie man das Ding gewinnt als Angreifer. Beste Waffe, Handgranate. Ja, überrascht mich nicht. Kills per Minute. Ich dachte gerade, das wäre meine normal 2,79 Kill-Death-Ratio, hätte ich okay gefunden. Aber das sind Kills per Minute. KD 14. Läuft. Okay. Läuft. Lief. Ja, und jetzt läuft's hoffentlich als Angreifer. Da ist auch schon was an. Oh, da fliegt auch schon was. Ja. Ja, läuft. Da ist noch einer hinter der Spundwand. Ja. Jetzt nicht mehr. Die Wand ist aber auch jetzt nicht mehr. Naja. Ja, die Wand ist mitgegangen. Gut. So viel zum Thema Alpha. Das Ding scheint auch leer zu sein. Machen wir hier nochmal. Na, das geht wirklich im Vierer leichter. Ah. Befehle zu geben. Es geht nicht. Was? Oh, ich werde geblockt. Das war die Wand auch weg. Hätte gerne Ammo. Ich würde doch jetzt so gerne da mal ein Ziel draufsetzen. Geht mir's nicht. Naja, denken sich jetzt mal alle dazu. Jetzt auch mal ein Laser aus. Ah, noch gemörsert. Wie unfein. Ich weiß nicht, wie ist denn so die Lage bei Bravo? Sind da genug von uns auch dran, ne? Ja, hier fliegen die M320s durch die Gegend. Alter Falter. So. War nicht jetzt, schön. Jetzt orientiere ich mich schon mal nach hinten. Nach wegen Tank. Genau. Und hoffe, dass mir nicht alle hinterherlaufen, weil das ist ja mein Tank. Nee, hat noch keiner gemerkt. Tank. Nimm den nächsten. Boah, snipert mir noch einer hinterher. Sau. So. Ja, zweite Runde hier spawnen dann gleich der Tank. Ach, jetzt kommt ein Admin. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der seine Serverregeln wieder gut machen kann. Och. Denn ihr habt es vielleicht mitgekriegt, es sind zwischenzeitlich sowohl Kloss als auch Memphis ausgestiegen. Och. Weil es ihnen völlig zu Recht so doof war, dass wir ständig als Team auseinandergezerrt worden sind. Auseinandergerissen. Jetzt ist halb links. Es sind gleich mehrere. Gut. Ja, schauen wir mal. Da ist noch einer. So, jetzt muss ich gucken. Da war der Typ. Boah. Oh, jetzt falscher. Auf dem Haus oben. Müsste einer sein. Also in der Hütte. Oh, jetzt kriegt er mich. Jetzt aber runter. Na, jetzt springt er hinten runter. Gut, das Ziel ist Alpha. Mir ist reingedonnert. Ach. Ist immer noch einer. Ich fahr mal an Alpha ran. Denn das sieht im Moment ganz okay aus. Wow. Hier läuft ja so einer. So, geht mal raus da. So, einfach mal. Au, au, au. Oh nein, oh nein. Und raus. Und dann noch ein bisschen bewachen. Ah, ist einer auf dem Dach oben. Ein bisschen bewachen, dass sie den wenigstens. Ah, wenn ich mal hier halt hochkommen käme. So, schauen wir doch mal. Oh ja, 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 was ist denn hier los? Party oder was? Ah, die werden hoffentlich jetzt alle schön markiert von meinem Bewegungsmelder. Aber ich hätte nicht erwartet, dass da so viele drin sind, ehrlich gesagt. Inflated Style wartet
auf den Panzer. Das ist gut. Oder ist der Panzer schon weg? Nö. Muss der jetzt kommen? Zip, zip. Ja, jetzt, Panzer wäre jetzt schön. Der Panzer wäre nett. Aber ich lasse die anderen mal ein bisschen laufen. Das wäre auch als Unterstützung echt, Töfte. Also Mitte ist ziemlich zu. Na, aber wenn man da über den Marktplatz geht, das müsste doch hinhauen. Ich mach's jetzt. Komm jetzt mal nicht. Ich hoffe jetzt mal auf den Panzer. Wir können natürlich auch wieder, nachdem die Einstellungen hier so schon so komisch sind, könnte es natürlich sein, dass die super langsam spawnen, aber vielleicht doch nicht. Hätte ich mal lieber in Richtung Panzer geschaut. What? Ach, M320. Ja, in diesem Häuschen sind ein paar. Das macht aber nichts. Wenn er dahin fährt, kann man die kaputt machen. Fahr! Nein! Ah, da sind die drin! Genau! Ach, quer steht's aber auch. Gehst du rein? Ich wünschte, ich könnte, da stehen zu viele, die quer dann auf die Schiene. Wo stehen die denn? Die stehen auf dem Marktplatz, und zwar auf diesem, wenn du diese Balkons hast, auf diesem Vorbau. Uiui. Versuchen wir im Tank reinzukommen und dann mir einer vorher spawnt und der mich auf den Startpunkt zurücksetzt. So, jetzt ist das Haus wenigstens mal halbwegs down. Ja, in der Bazargasse. Ja, da ist auch mal, hilft aber alles nichts. Jetzt müssen wir da ran. So. Ui, da ist ja direkt einer. Da ist direkt auch noch so einer. Er sieht den nicht. Ich fürchte, er sieht den nicht. Wobei, da ist doch der andere schon gewesen. So. Jetzt ist aber hier alles soweit ganz cool. Das heißt, können sie jetzt locker ran an Bravo. Wir stehen mit dem Panzer auf der Straße, machen die Panzer die Straße klar. Ein Glück hat er daneben geschossen. Boah, hier Danger Seeker. Target Rich Environment. Sauber. Halt dann doch immer noch über die Straße rennen wollen, wenn noch da der Panzer steht. Ah, das schon glaube ich, oder? Wuppa. Ich frage mich immer, was die denken, ob man den nicht sieht oder. Ja. Verstehe ich auch nicht. Ich bin mal ganz links jetzt. So, hier ist ja ist schon Ende. Ach, ich bin ja. Was hat der schnell geschossen? Dasselbe Gewehrchen wie ich auch. Nee, doch nicht. Das gute alte geht rein. Gut, 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 aber dann machen wir jetzt hier den Durchgang dicht. Ah, da kommen jetzt wieder welche. Gib muss man den das. Bombspot im Auge halten. Ja. Was? Ich glaube, es geht los, ey. So, wie sind die denn drauf? Ah, schmeiß doch die Granate. Ich hab keine Granate mehr, daran könnt's liegen. Von der Hauptstraße noch. Ja, hab ihn. Kannst du mit meinem Zeugs tauschen? Oh, fuck. Ja, hier sind noch mehr. Ich kann jetzt gerade nicht. Was hab ich denn da? Das ist ein geiler Revolver. Ich stell dich gleich wieder hin. Ah, vielleicht auch nicht. Herrgott. Da spawnt noch einer bei dem. Ja, hab dich. Oder irgendwer anders. Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwen anders. So, dann lasst uns mal an Bravo rangehen. Oh, Herrgott. Oh, das weiß ich. Warte, ich komm mit. Bin noch gar nicht weg. Also, ja. Ja, okay. Wir hier gerade noch ein bisschen Munition holen. Oh. Scheinen sie auch schon, bei B scheinen sie schon zu stehen. So, gut. Hab ich da hin? Gehen wir ausprobieren.
Ah, ja, schlecht. Oh, das ist natürlich noch dümmer. Ah, da geht was. Oh, nein. Ach, komm. Ja, es wird keiner vermuten, dass ich hier tatsächlich so doof bin, hier drum zu liegen. Ist aber so. Ach, der steht in der Mitte. Okay. Ja. In der Mitte sind zwei Mann. Ja, da darf man natürlich nicht auf freiem Feld einfach stehen bleiben. Naja, ich bin ja durchgelaufen. Nee, ich spreche von mir selbst. Das war jetzt aber auch nicht zu vermeiden. Ach, wo sind wir jetzt? Jetzt könnte man nochmal versuchen, als Recon ein bisschen vor und dann Spawn Beacon stellen, weil das ist schon eine ziemliche Rennerei hier. Ja, das ist wohl richtig. Ah, liegt ganz gut. Ja. Ich stehe mal kurz hinter diese Wand. Also A ist tatsächlich durchgegangen. Bin wundert. Sehr cool. Ach, jetzt werde ich wieder von hinten. Uiuiui. Och, come on. Da liegen jetzt auch noch Minen. Boah, wer schießt denn immer? Hört sofort auf zu schießen. Tut sich noch einer weh. Tja. Bis einer weint, sag ich euch. Jetzt auch von den Kids zu Hause auch nicht anders, oder? Wow, ich komme. Und ich bin nicht dem Medic gerade noch vor die Tür geflogen. Ja, komm hier. Scheiß. Dreh mal um. Ich lieg doch hier tot. Ja, ich auch. Das kann doch nicht sein. Ach, komm mal. Ah, die entschärfen jetzt. Nein, oh, in der Sekunde stirbt er. Oh, Panzer ist da. Ja, komm. Na toll, jetzt seid ihr voll. Ja, ich bin auch nur hier am zweiten Platz. Fahr halt. Was sagen wir? Weiß nicht, wie man fährt, hä? Oh, bump. Das heißt, mein Job ist es jetzt, diese Kiste am Leben zu halten. Bin nach dem letzten Let's Play mal gefragt worden, wie drei Leute in einem Panzer. Ja, das geht in Battlefield 3. Das ist das letzte Unlock für einen Panzer, eben hier diesen Platz, den ich gerade habe. Damit kann man eben Ziele Laser markieren, Fahrzeuge Laser markieren. Bringt jetzt natürlich auf der Map nix, aber ist besser als zu Fuß gehen. Zumindest ein Stück weit. Das heißt, das ist jetzt natürlich ein super Platz für den Reparierer. Ist leider auch ein bisschen langweilig. Hier, von links laufen ganz viele. Aber, ja, da bleiben wir stehen, ey! Bleib halt stehen, Junge! Der wird sich mit Sicherheit dieses Video anschauen, weil er mich immer anschreibt bei TeamSpeak. Ich laufe jetzt einfach hinterher. So. Du fährst und ich schieb. Oh, oh. Da ist irgendwie noch einer ganz hinter uns. Von hinter uns kommt einer, seht ihr den? Der ist gerade auf der Karte markiert. Hallo? Siehst du den, Jens? Ich was? Wo? Da läuft einer hinter uns her. Oh, ich sehe gerade gar nichts, weil es total laggt bei mir. Keine Ahnung warum. Ah, wir sind schon recht weit vorne. Oh, come on. Uiuiui. Uiuiui, wenn sie halt immer hinter einem stehen. Ah, sich an ein leicht brennbares Auto anzulehnen in einem Feuergefecht. Klug. Klingt nach einer guten Idee. Ja. Aber im Moment geht's. Ja, komm. Das ist alle da weg. Oh, ja. Achso. Vielleicht lieber nochmal das aufgesetzt. So, und da jetzt nochmal. Machen wir es dann auch gleich. Oh, pff. Kaum tue ich meinen Kopf hoch. Steckt tot. Ich lieg da tot auf der Straße. Danke. Meh. Ja, geil. So. Da hinten liegt einer. Ja, lauf nur weg, du. Jetzt gut.
Falscher Knopf. Ich wollte doch springen. Hier bleibe ich jetzt. Oi, wie das rumpelt. Schon der zweite, ja. Muss halt schießen mit was man so hat. Bin dann tatsächlich ein Verfechter von, wenn es im Spiel ist, darf ich es auch benutzen. Schieße ich auch mal mit Panzerfaust auf verdeckte Gegner. Ja, und so gewinnt man die ganze Zeit. Also sehr gut. Gehört für mich dazu. Ja, ist ja auch im Spiel immerhin. Ja! Schön. Bin schon gespannt, da ist schon wieder so eine schöne Medaille. Xavier Medal, gut, die kannte ich schon. Mal sehen, wie die nächste Map heißt, was es ist. Wird noch eine machen. Ich hoffe, ihr auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.